Überlegt, ob ihr nicht vielleicht zu sehr im Außen lebt, anstatt im Innen. Und dann könnt ihr das angehen, weil das ist nicht schön. Ihr macht euch damit das Leben schwer. Herzlich willkommen zum Podcast der Praxiskontur mit Standorten in Frankfurt am Main und Fulda. Rund um alle Themenbereiche der ästhetischen Medizin. Hallo, meine lieben Beauty-Freunde. Ich grüße euch. Es ist wieder Mittwoch und somit Zeit für einen aktuellen Podcast aus der Praxiskontur. Ich freue mich. Ich bin dankbar, dass ihr mir zuhört, dass ihr bereit seid, Dinge neu dazuzulernen, vielleicht auch die eine oder andere Anregung zu übernehmen, in euer Leben, in eure tägliche Routine zu integrieren. Aber es sollten auch immer Hinweise kommen meinerseits, die zum Nachdenken anregen, was man auch lassen sollte. Und ich möchte natürlich nicht mit erhobenem Finger durch diesen Podcast laufen, aber gerade den heutigen möchte ich doch zur Anregung für euch gerne sprechen, über was ihr mal nachdenken könnt, was mich sehr, sehr bewegt. Also fangen wir an. Wir wollen ja keine Zeit verlieren. Ihr habt sicher noch anderes zu tun. Deswegen fangen wir direkt an. Meine lieben Beauty-Freunde, was bewegt mich? Also, es kommen Patienten zu mir, wo ich denke, wow, was für eine tolle Frau, was für ein toller Mann. Unglaublich gepflegt, gut riechend, tolle Augen, wunderschöne Gesichtszüge, von der Hautstruktur, es kann kaum besser gehen. Und wir unterhalten uns. Ich bin im Gespräch, wir haben natürlich die Vorgeschichte abgefragt, die medizinische Frage nach Tabletteneinnahmen, nach Allergien, nach all dem, was halt medizinisch für mich als Ärztin sehr, sehr wichtig ist, bevor ich eine Behandlung durchführe. Und die ganze Zeit erzählt dann er oder sie, Frau Dr. David, das ist nicht schön an mir, jenes ist nicht schön an mir. Und ach, Sie sagen das doch jetzt nur so, Sie wollen mich schmeicheln und ich bin doch so gar nicht schön und ich habe ja so tiefe Falten. Und dann ziehe ich mir die Lupe an und suche tiefe Falten. Man kann nicht mal von Fältchen möglicherweise in dem Fall sprechen. Und dann muss ich natürlich vorsichtig und liebevoll und tiefenpsychologisch geschickt vorgehen, um diesen Menschen in die richtige Bahn zu lenken. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwierig das sein kann. In Ausnahmefällen sage ich selbstverständlich auch, nein, ich behandle sie nicht. Sie haben dieses Problem für mich nicht und deswegen werde ich es nicht behandeln. Wenn ein Behandlungsbedarf besteht, wo ich eine kleine Optimierung mit vornehmen kann, dann begründe ich das. Aber oft empfinde ich es als regelrechte Qual oder sagen wir so, ich empfinde es fast körperlich als schmerzhaft, dass dieser Mensch sich in ein so schlechtem Licht sieht und sich so wenig selber lieb hat und so wenig selbst sich wertschätzt. Und das ist ein Thema, über das ich heute mal mit euch sprechen möchte, weil was gibt es denn Schöneres, als sich selbst anzunehmen, sich so wahrzunehmen, wie man ist, nämlich schön? Und diese minimalen Kleinigkeiten, für die ich dann zuständig bin, die müssen aber dann auf alle Fälle im richtigen Licht gesehen werden. Das heißt auf Deutsch übersetzt, die große, große Mehrheit sollte einfach als schön angenommen werden und nicht umgekehrt das Verhältnis sein, dass ich mich nur schlecht sehe und das Schöne überhaupt nicht mehr wahrnehme. Dann habe ich doch streng genommen, meine lieben Zuhörer, ein gewichtigeres Problem als eine Minifalte, die im Gesicht zu sehen ist. Ich denke, ihr gebt mir da 1000% recht und ich möchte auf gar keinen Fall zu diesen Ärzten gehören, die alles behandeln, des Geldes wegen, weil dann bin ich fehl am Platz. Ich bin immer noch eine Medizinerin aus Fleisch und Blut, die durch ihre Berufung Medizin studiert hat und nicht aus finanziellen Gründen diesen Bereich sich ausgesucht hat. Bin ja auch mal sehr krank gewesen in meiner Laufbahn, sodass ich mich entschieden habe, keine Gehirnchirurgie mehr zu machen, sondern mich wirklich auf die Ästhetik konzentriere, wo ich auch zwischendurch immer wieder mal die Möglichkeit hatte, mich hinzusetzen. Zum Glück bin ich längst wieder gesund, das ist Jahre her, aber damals ging es mir wirklich hundsmiserabel und ich wusste nicht, was aus mir beruflich wird, habe aber sofort umgeswitcht und wirklich das Beste für mich und ich denke auch für euch daraus gemacht. So, genug jetzt zu mir. Es ist mir wichtig, euch vielleicht ein paar Tools heute mit auf den Weg zu geben, die euch zum Nachdenken anregen sollen. Überlegt euch ganz genau, wie ihr euch seht, ob ihr eine realistische Selbstwahrnehmung eurer selbst habt,
was euch dazu führt, zum ästhetischen Chirurgen, zur ästhetischen Ärztin zu gehen. Ob ihr euch im richtigen Verhältnis seht, dass ihr das Schöne an euch noch wahrnehmt. Das ist erstmal das Wichtige. Und dann sozusagen, wenn dieses Missverhältnis besteht, dann kann ich nur empfehlen, überlegt, ob ihr nicht vielleicht zu sehr im Außen lebt, anstatt im Innen. Und dann könnt ihr das angehen, weil das ist nicht schön. Ihr macht euch damit das Leben schwer. Ihr seid nur negativ unterwegs und das wirkt sich auf alle möglichen Bereiche des Lebens und auch der Liebe aus. Das muss nicht sein. Es macht dann sicherlich Sinn, zum Beispiel bei einer psychotherapeutischen Heilpraktikerin, sich mal vorzustellen und dort Gespräche zu führen, in sich zu fühlen, mit Meditations-Apps ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Die ausgewogene Mischung aus Ausdauer und Kraftsport macht auch Sinn. Und natürlich, ihr kennt mich, die Ernährung. Da sehe ich einen ganzen großen Riesenaspekt darin. Wenn ich von innen gesund bin durch meine Ernährung, hilft das absolut auch meinem Seelchen. Und das gehört für mich zusammen. Sucht euch genügend Zeiten der Entspannung. Und wenn es nur ein Bad mit Meersalz ist oder ein schöner Raumduft, das sind alles Dinge. Liegen auf der Wiese, in den Himmel schauen. Also einfach mal nichts tun. Handy weg, Fernsehen aus, nichts tun, in sich reinspüren. Und ihr werdet überrascht sein, wie wenige das können. Vielleicht gehört ihr auch dazu, weil sofort das Gehirnchen anfängt zu rattern. Nehmt diesen Podcast zum Anlass, euch zu hinterfragen, ob ihr da Dinge verändern könnt, weil wenn ihr bei euch seid, wenn ihr mehr im Innen lebt, werdet ihr auch im Außen euch als schöner wahrnehmen und natürlich auch die schnelllebige Zeit so nicht mehr wahrnehmen. Ihr habt einfach mehr von eurem Leben und genießt mehr euer Leben. Das war jetzt heute mal sehr philosophisch und sehr tiefgründig, aber auch das gehört dazu, zumindest für mich und mein Leben und damit auch in der Kommunikation gegenüber meinen Patienten. Und solltet ihr mehr darüber erfahren wollen, dann schreibt mir, ruft mich an und ich bin für euch da. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Eure Dr. Nicole David von der Praxiskontur in Fulda und in Frankfurt. Das war der Podcast der Praxiskontur. Sie finden uns im Steinweg 10 in Frankfurt am Main, in der Friedrichstraße 13 in Fulda, online unter praxis-kontur.de sowie auf Facebook, Instagram und YouTube. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.